Das geht zum Beispiel über Auszeichnung, das geht zum Beispiel über Wettbewerbe, wie wir ihn hier haben. Solche Wettbewerbe haben einerseits die Wirkung, Projekte oder Ideen auszuzeichnen und umsetzbar zu machen, aber allein ihre Existenz führt dazu, dass man über dieses Phänomen nachdenkt. Das Verhältnis zwischen Lehrenden und Studierenden hat sich schon geändert, also jedenfalls an den ausgezeichneten Hochschulen. Die begegnen sich anders. Ich weiß jetzt nicht, ob da wirklich schon Augenhöhe erreicht ist, aber man geht schon anders aufeinander zu und hört anders hin. Wir haben hier ein sehr gutes Angebot für Weiterbildung, Qualifizierung, Coaching für die Lehrenden, für die Professoren. Auch da wünsche ich mir, dass wir da eine größere Strahlkraft entwickeln, dass wir noch mehr Anreize schaffen, um die Professoren sozusagen für diese neuen, nicht mal neuen, aber aktuellen Lehr- und Lernmethoden zu sensibilisieren, sie in wirklich interessante Workshops integrieren können oder sie auch durch individuelles Coaching zu begleiten. Zurückliegenden Jahr eine sehr, sehr umfangreiche Gesamtbefragung zur Studierendenzufriedenheit gemacht und haben darin sehr gezielte Fragen gestellt, haben auch einen glücklich hohen Rücklauf von fast 6.000 bekommen, sodass wir repräsentative Aufschlüsse gewinnen über Stärken und Schwächen in der Qualität unserer Lehre. Und auf diese Weise versuchen wir durch einen Mix aus Instrumenten und Verfahren und Handwerk einerseits und Kulturarbeit, Kommunikationsarbeit, Dialogarbeit andererseits Qualität zum Gegenstand einer systematischen Entwicklung zu machen und nicht, wie dies in der Vergangenheit geschah, gleichsam sich selbst zu überlassen, sodass manche Bereiche gut waren, andere weniger gut waren, aber es niemanden sonderlich interessierte, ob man irgendwo Schwächen beheben kann. Ich glaube, der große Unterschied ist einfach die Sensibilisierung. Wir sind heutzutage dafür sensibilisiert, dass so etwas wie Didaktik und Lehre wichtig sind. Und das war, glaube ich, die Hochschulprofessorengeneration vor uns. Dafür waren sie einfach nicht sehr sensibel. Sehr gut war für mich der Hinweis, wirklich einen Plan möglichst für jede Stunde zu machen mit der wichtigen Frage, wo will ich hin? Und was sollen die Studierenden am Ende gelernt haben? Und wenn man sich diese Fragen vorher nicht beantworten kann, dann ist man schlecht vorbereitet. Und man sollte sich diese Fragen stellen und man sollte sie möglichst auch beantworten können. Und Hochschullehrerin muss ich meine Studierenden mögen. Ich muss die wertschätzen. Ich muss Respekt davor haben. Ich muss die ernst nehmen. Ich muss ihnen unterstellen, dass die auch studieren wollen. Es wird allmählich besser, aber es war früher nie besser, als es im Bewusstsein heute war. Früher fehlte das Bewusstsein für die schlechte Qualität der Lehre. Es ist eine Frage des Hochschullehrer-Ethos. Und dieses Ethos ist unteilbar. Dieses Ethos hat zwei Komponenten, Forschung und Lehre. Das gehört wirklich zusammen.